Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastel-Oase. So, ich habe heute noch mal ein kurzes Video für euch zu meinem aktuellen Album. Ich habe den nächsten Teil fertig gemacht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil, wie Andrea ja auch schon gesagt hat, ich habe mir ordentlich einen aufgesagt. Ich bin seit ein paar Tagen flach mit Kopfschmerzen und Nase zu und ja, wie das manchmal so ist. Deswegen gab es jetzt gerade keine Videos von mir. Aber heute geht es mal so weit, dass ich euch zeigen kann, was ich jetzt hier in meinem Album gemacht habe. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt also quasi die Vorderseite von der zweiten Seite, die reinkommt, fertig. Genau, die habe ich ein bisschen anders gearbeitet. Musste ja gucken, dass ich ein bisschen flacher bin als die gegenüberliegende Seite, damit das da alles noch gut reinpasst. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal trotzdem natürlich ein bisschen Spielerei rein. Ne? Ist ja immer wichtig, aber halt ein bisschen anders. Und ich habe die einmal so gestaltet, ich nehme euch mal ein bisschen ran. Natürlich hier wieder mit ein bisschen Die-Cuts und so auch gearbeitet. Und natürlich ist die Seite so einfach nur langweilig. Wisst ihr ja, ne? Also, ne, ihr kennt mich ja. Das Prinzip hier, das dürfte euch wahrscheinlich eventuell schon bekannt vorkommen. Und zwar habe ich hier Wasserfallkarten eingebaut. Das Prinzip der Wasserfallkarte kann man ja auch herrlich auf so eine Seite arbeiten, theoretisch auch beliebig verlängern. Wenn der Papierstreifen lang genug ist, kann man das ja auch herrlich machen, dass man einfach mal mehr macht. Und ich habe mit den kleinen Papierausschnitten, was dabei war, habe ich die gearbeitet. Und dann kann ich schön das Ganze ziehen und dann blättert sich das Ganze hier so ein bisschen durch. Auf der Rückseite ist auch ein bisschen was zu sehen. Das Schöne bei diesen Die-Cuts, dass da immer das Ding ist. Hier fällt mir auf, das fällt mir jetzt gerade auf, hier ist das theoretisch gespiegelt. Da kommt man immer dran. Das ist jetzt durch Zufall passiert, dass hier das beides genau gespiegelt ist. Und dann kann man das genauso auch wieder zurückschieben. Hier ist immer das Mädchen mit der Eule mal, ne? Da ist mal so ein bisschen verschieden und hier auf der Seite halt auch nochmal, hier geht mal als erstes durch dieses schöne Tor hindurch in das Wintertraumland. Dann kommt man in den Wald, hier hinten ist dann das Schloss verborgen oder das Herrenhaus, zu dem man hin möchte. Hier ist dann das Mädchen, was einen dorthin begleitet, was dann die Geschichte erzählt. Und dann nochmal dieser tolle Hirsch. Hirsche haben ja auch mal ganz viel Bedeutung, eigentlich oft in Märchen stehen ja für, ich weiß gar nicht, für was sie genau stehen, aber haben ja viel, denen wird ja auch viel Bedeutung zugesagt und so einfach edle Tiere auch. Ja, das ist natürlich schön. Dann kann man das Ganze auch wieder zurück machen und ja, da gerade ein bisschen. Und da das Ganze natürlich ein bisschen wenig noch ist, kann man natürlich noch was öffnen bei dieser Seite. Und zwar kann man hier oben einmal das hochklappen, da habe ich eine Lasche. Dann kann man das Ganze immer so ein bisschen diese Aktenordner aufklappen. Wieder mal draußen hin. Also ich habe quasi so ein bisschen Ziehharmonika gearbeitet. Das Ganze zusammendrücken kann, aufmachen kann. Und dann habe ich da natürlich auch was reingesteckt. Dann habe ich einmal dieses hier gearbeitet. Und nicht nur hier auch noch mal ein paar Die-Cuts drauf gesetzt, natürlich, dass nicht so nur so das Bild quasi ist, ne? Und ich das alles so ein bisschen fortsetzt. Ja, und dann kann man das Ganze natürlich hier in diesem Falle auch noch mal einmal öffnen und noch mal einmal aufklappen. Und dann haben wir hier noch mal die Innenansicht und hier habe ich noch mal mit Die-Cuts gearbeitet. Ich nehme mal diese schöne Tor hingesetzt, wo das Mädchen gerade wieder durchkommt. Das kommt gerade von dem Schloss. Ne? Es kommt gerade zu euch, um euch die Geschichte weiter zu erzählen. Ja, hier oben ist das auch noch einer von den gelaserten Elementen, die dabei ist. Also die sind auch ganz, ganz toll hier, diese Elemente, die bei dem Papier dabei sind. Und das Ganze hat einfach, ich finde, es hat so eine bombastische Wirkung und wird einfach so schön verträumt. Ich bin nach wie vor ganz verliebt in dieses Papier. Und hier haben wir dann einmal das Schloss. Und ja, die Rückseite habe ich jetzt einfach mit Raumpapier, ne, mit Kraftpapier einmal gemacht. Wenn die schwarze ist, dann kann man
Ich zum Beispiel kleine Notizen machen, wenn man möchte, sich selber kurz was hinschreiben. Vielleicht eine Zeile, ein Abschnitt aus einem Märchen, was einem dazu einfällt. Zum Beispiel hier Schneekönigin oder so, eine Zeile draufschreiben oder sowas. Ne? Oder für sich selber einfach nutzen, wofür man auch möchte. Das geht natürlich auch gut. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man da ein bisschen Fläche hat. Und dann habe ich noch einen zum Rausziehen gebaut. Ne? Man ein bisschen Platz hat. Das ist jetzt nur nicht mehr zum Aufklappen, sondern nur einseitig. Und da hat man diesen schönen Durchgang durch diesen Eisbach. Da hinten ist einmal der Eisbär mit dem Kind. Und da ist schon Pinguin auch wieder drauf gearbeitet. Dann ja, so, ja, dass man mal einmal wieder auch hier so eine kleine Szene hat und sich schön was vorstellen kann, schön eine Geschichte vorstellen kann, was hier gerade erzählt wird. Ne? Und genau, habe gerade in den Lizenzen einen Hinweis gekriegt, dass ich wieder zu leise werde. Naja, ihr kennt das hier schon. Ne? Und das ist meine aktuelle Seite, ein aktueller Fortschritt in dem Album. Dieses Album hat übrigens auch schon wieder einen neuen Besitzer gefunden. Obwohl es noch nicht fertig ist. Ist da jemand, der gesagt hat, oh, das möchte ich gerne haben. Ich kann mir eine Zeit lassen, dann fertig machen. Ne? Ich soll da jetzt nicht in Stress geraten, weil das soll es ja immer nicht werden. Die Dame freut sich schon ganz doll darauf und ich bin froh, dass es in liebevolle Hände kommt, wenn es fertig ist. Falls ihr euch für ein Album von mir interessiert, das Sea Dreams Album. Das habe ich aktuell noch hier. Das hat noch keinen neuen Besitzer, das darf noch einen neuen Besitzer haben. Wenn ihr Interesse daran habt, also das Video dazu findet ihr in der Playlist Mini-Alben-Alben. Schaut euch das auch gerne nochmal an. Da sind ja alle Alben drin, die ich gemacht habe, eben auch das Sea Dreams. Das ist ja auch noch gar nicht so alt. Wie gesagt, das wäre noch verfügbar. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich bitte per Mail an unter anjosbastelhase@yahoo.com. Und ich werde hier dran natürlich jetzt weiterarbeiten. Und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Habe auch schon eine Idee von der Rückseite hierfür. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich es gerne möchte. Aber ich denke mal schon. Ja, und dann zeige ich euch hier, wenn das fertig ist. Genau. Und ansonsten schaut mir doch gerne in meine Playlist rein, was ich euch hier noch so zeige. Ich habe ja auch letztens hier eine Karte fertig gemacht. Das wäre ja auch ein Wunsch, dass ich euch zeige, wie diese eine Aufklappkarte fertig geht, die in dem Album drin ist. Das Video findet ihr auch. Das findet ihr in Techniken und besondere Kartenformen. Auch wenn ihr es so nicht findet. Genau. Und ansonsten freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben. Das hilft einfach diesem Video für die Reichweite. Das hilft meinem Kanal für die Reichweite. Und ist einfach ein kleiner Support an mich, dafür, dass ich euch mitnehme. Und ein Kommentar ist natürlich auch mal schön. Da freue ich mich auch mal drüber. Ich freue mich auch, dass ihr in letzter Zeit wieder fleißiger kommentiert. Ne? Ich bemühe mich ja auch immer, sie alle zu beantworten. Und genau, das schaffe ich, glaube ich, im Moment auch ganz gut. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Also gerne fleißig weiter kommentieren. Auch das hilft meinem Kanal und ich möchte gerne möglichst viele Leute erreichen mit diesem Video und gerne auch ein bisschen weiter wachsen. Und deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst sehr gerne ein Abo da. Das ist ja nach wie vor kostenlos für euch. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.